Swatch Event 2023 und guckt man da, der sagt jetzt mal Hallo in die Kamera, jetzt sagt mal was, dann müsst ihr raten, wer das ist und wo der herkommt. Und wo der herkommt und was er macht. Genau, das wird schwierig. Das wird schwierig. Wir versuchen das im Laufe des Abends hinterher rauszufinden. Ja, ist ja lange her, dass ich jetzt hier war, anderthalb Jahre oder sowas. Von daher freue ich mich endlich mal wieder hier zu sein. Letztes Mal mit Corona. Hallo. Hallo. So, die Glocken von Köln läuten für mich. Ja, ich werde nämlich heute auch besonders geehrt als Ehrenbürger dieser Stadt. Aber so sieht's hier aus. Hier haben wir noch nie draußen gefilmt, ne? Und wenn wir so hier reingucken. Ja, sehr coole Location. So, du bist drauf. Wir haben noch 10 Minuten to go. Aha. Hendrik hat jetzt auch. Ich bin jetzt auch. Alles richtig. Flodan. Draußen stehen schon ein paar. Essen wird vorbereitet. Geht gleich los. Okay, los. Ja, erst einmal wieder schön, dass ich endlich hier mit meiner Gabe hier stehen darf, weil letztes Jahr war es ja noch ein kleines Problem. Da war ich ja nicht ganz vertreten, sondern nur auf der Videoleinwand. Rakete von der Turbine, das hat er eingeschmolzen. Du kannst ruhig weiter erzählen. Und dieses Plättchen ist genauso auch von diesem Turbinenmaterial. Das Zifferblatt ist quasi eine Metroferse gewesen bei 45 Kilometer Höhe. Und das sind Verbrennungen, Abschrappungen. Und derjenige holt die dann zu sich in sein Werk und fräst die aus und motzt die dann auf, indem die. Was kannst du daran alles konfigurieren? Alles, die ganze Uhr. Bis auf das Uhrwerk, aber du kannst alles konfigurieren. Armband, Gehäuse, die Platte in verschiedenen Farben, Tischgehäuse, nicht Gehäuse, die Zifferblätter in verschiedenen Variationen. Es gibt rote, blaue, grüne, zwei verschiedene. Cool. Ja, ich sag's dir doch. Das macht dann so Einblendung. Das macht er gut. Ja, das ist sehr gut. Ach nee, einfach reinkommen. Einfach reinkommen, das ist sehr gut. Endlich kriege ich Nachschub. Dankeschön. Vielen Dank. So, gern. Möchtest du das aus deinem Leben erzählen? Sehr gerne. Also ich bin hier zur Beratung der anonymen Uhrensammler. Ich habe ein Leiden und zwar sammle ich gerne Uhren. Das ist nicht gut, weil das geht auf die Kasse. Leider bin ich hier bei diesem Event. Und das ist ebenfalls nicht förderlich, denn man sieht viel Inspiration, die ebenfalls nicht gut für die Uhrenkasse ist. Ja, Schüssel. Die war ein Geschenk von Katar an einen englischen Musiker. In einem Set mit ein paar Manschettenknöpfen und einem Schlüsselanhänger. Und der hat scheinbar seinen Keller ausgeräumt, wollte sie nicht mehr haben. Und dann ist er über seinen Manager echt verkauft worden bei eBay. Da habe ich die für 1800 Euro gekriegt, das komplette Set. Unglaublich. Aber das ist kein Einzelstück, oder? Doch. Nee. Ja gut, ich sag mal, das Set so in der Form natürlich dann schon, nicht? Ah, cool. Ja. Ist das eine geile Uhr? Geile Uhr. Wahrscheinlich so eine Geschmackssache, ob das jetzt hier so vom Rand her, ob man das noch... So oft hast du ja bei einem Leder, wenn so, dass das tatsächlich geklebt wird mit einem Farbklebstoff, dass das dann auch noch zum Beispiel passend Band in Blau wäre. Dann franzt das vielleicht auch eventuell nicht so auf, das weiß ich halt nicht. Müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Bin ich dann gleich wieder da und so, dann kann er die wieder reparieren. Genau, also das ist halt so das, was ich jetzt so denken würde. Und ja gut, hier bei dem kannst du es nicht machen, aber ich bin halt so ein Fan von so einer Naht. So, ne? Dass man so, nur, so optisch nochmal sowas runtergeht. Aber das würde da nicht funktionieren. Genau. Aber das ist ein Band, was du jetzt quasi extra für dich hast machen lassen? Genau. Von wo? Also wer hat das gemacht? Dran. Dieser Tafel. Gleich. Okay. Ah, okay. Ja. Der hat dann irgendwie so eingearbeitet. Genau. Der ist auch hier. Ah, cool. Ab wo? Okay. So, wir haben jetzt laut meiner Zenit 20 nach 7. Ich habe mir dieses Jahr einfach mal vorgenommen, dass ich endlich mal hier mit euch mitfeiere. Und das macht mir mega Spaß. Zumal ja, der Hendrik, ihr wisst, ich mache den Hendrik, der Simon von Hanat, der Felix, der einfach nicht dabei ist. Wo ist Felix? Wo ist Felix? Ja. Darf ich von hinten mal reinrufen? Das frage ich mich auch.
Ich frage mich das wir auch. Wir haben tatsächlich inzwischen so viele Termine, dass wir nicht mehr jeden Termin. Hör doch auf, so schmeißt du jetzt, der Typ ist auch eine Taufe. Der Felix ist auch eine Taufe. Der Felix ist der Partner. Ja, mit dem feiere ich immer gerne und mit euch hier allen sowieso. Ich habe mega Spaß. Endlich wieder, nachdem ich ja letztes Jahr nicht dabei sein konnte, mit euch hier gefeiert zu haben, weil wenn ihr das Video seht, habe ich gefeiert und alle bis jetzt wieder mega cool. Neue Leute dabei, das freut mich umso mehr und ja, ich kühle gerade auf und jetzt gehe ich wieder rein. Der 40er passt nämlich perfekt an deinem Handgelenk. Der 43er könnte ich mir vorstellen, ist ein kleines bisschen zu groß. Stellt euch doch mal gegenseitig Uhren vor. Ich bin aber auch ein großer Fan von deiner Uhr, kann der ja, sagen. Danke, kann ich nur zurückgeben. Ja. Also dadurch, dass wir ja beide so ziemlich dieselbe Uhr haben. Also wir sind ja beide im Prinzip. Beides Navi-Timer. Beides Navi-Timer. Also natürlich Partnerlook sozusagen. Ne? Ja. Tatsächlich eine Breitling-Navi-Timer. Ja. Breitling-Navi-Timer. Ich mit dem schönen B, eher mit dem weniger schönen B. Ja. Yes. Das Moment, ich habe aber eigentlich das klassische B mit, also eher weniger, das ist also das AOPA-Logo. Das ist ja nicht das ist das ursprüngliche Logo. Stimmt. Von daher ist es ja tatsächlich recht gut. Geschichtlich gesehen wahrscheinlich korrekter. Ja, gut. So, ich habe meine Uhr jetzt geputzt. Gut, okay. Also, ja, was hast du denn da Schönes? Erzähl. Ich habe eine Uhr. Aber du trägst heute eine lange, richtig? Ich trage eine lange natürlich. Was ist denn für eine lange? Es ist ein 1815 Chronograph. Das bedeutet, warte mal, in eurer Sprache ist ein 1815 Chronograph. Du, wir können das untertiteln, das ist gar kein Problem. Ja, ja. Das ist kein Problem. Dass dann auch die Außenwelt Bescheid weiß, um was es da geht. Das ist eine wunderschöne Uhr. Understatement pur. Ja. Steckt viel, viel Arbeit drin. Tolle Uhr. Das hier, muss man immer so irgendwie machen, ist eine Takoya Monza. Der Markus feiert sie extrem, er liebt sie. Mit Carbon-Gehäuse, Flyback-Chrono, Heuer 02-Werk, kam jetzt zur LVMH Watch Week Anfang des Jahres raus. Ja, ist angeblich im Moment nur noch über Wartelisten zu kriegen, deswegen war ich ganz froh, sie relativ schnell zu kriegen und ich bin sehr happy damit. Ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Uhr. Aber du musst dich schon, das Erste, was die Leute machen, ne, wenn sie eine Uhr in der Hand haben, ne, was machen sie? Drehen um, ne? Drehst zum Uhrwerk hin. Ne? Ja. Ja. Das ist ein, ich meine, man muss natürlich dazu sagen, klar, das Ziffernblatt. Eigentlich finde ich, bei lange ist das Ziffernblatt fast nur, um einfach da die Funktion anzuzeigen, da. Aber das Schöne ist ja wirklich das Herzstück, oder? Genau. Das ist ja wirklich. Also müssen wir natürlich immer sagen, wir bleiben bei unseren, ich sag mal, Prinzipien und Traditionen gleich. Das heißt, wir machen immer irgendwo, dass von vorne eine lange Uhr als lange Uhr kennbar ist. Verratsteilen. Ich finde seine Uhr mega schön, dass ich sie auch gerne kaufen würde, weil ich die Uhr nicht. Ja. Wahnsinnig schön. Ja? Ich gebe es aber nicht her. Ja. Also verloren. Ich sage Saal. Ja, richtig. Ja. Genau. Korrekt. Absolut korrekt. Also, das ist eine schöne Ohrensuhr. Ja, man merkt, du hast ein Faible für uns. Ne? Das letzte Mal hattest du doch die Upcycle, ja. Immer noch. Und das ist ja erst meine zweite, was, ne? Ich habe von anderen Marken mehr Uhren. Habe ich schon gehört, ja. Ganz viele Uhren. Welche? Mehr als deine bessere Hälfte. Ach so, ja, ja. Insgesamt. Insgesamt, ja. Ja. Aber ich glaube, vom Wert her sind wir ungefähr gleich. Ja, also ich habe mein Zeitmesser mitgebracht, die Patek Aquanaut. Sehr seriöse Uhr, oder? Ja, guck das Armband an, das sieht aus wie ein Fotoreifen. Ja. Und was trägst du denn heute? Keinen langen. Keine lange, das ist schade. Ich hoffe, das ändert sich bald mal. Das kommt bestimmt mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Zeitwerk wäre immer was für mich. Ja.
weil die mir vom Ziffernblatt sehr gut gefällt. Das ist wieder was so schlicht, aber trotzdem. Das ist groß. Das ist geil. Also wir drehen hier gerade ein Video und wird gerade gebasht. Nee. Nee, Fotos machen wir gleich, wenn wir uns ausziehen. Ja, das kommt gleich. Das ist kein Problem. Nee, Zeit ist spannend. Einfach auch, als ich bei euch war, war es ja auch das Interessante, diese Kraft, dieser Feder, die in der Zeitung ist. Wenn die das Ding mal wegschießt, dann hast du echt auch mal ein paar Schnitte, ne? Ja. Aber ich habe heute natürlich passend, wir haben ja hier Zenit und Hanna da. Und ich habe heute passend eine Zenit an. Ich meine, hast du die gesehen schon? Die hat nämlich gar nicht in seiner Kollektion, weil ich habe so einen. Ha. Schöne Uhr. Carbon? El Primero? Ja. Ich finde dieses Armband geil. Das ist natürlich wieder, weißt du, es ist natürlich wieder, wie du schon sagst, das ist Understatement. Und das ist halt jetzt schon, allein schon durch das Band fällt das Ding auf. Das ist nichts, was du am Arm hast und das fällt nicht auf. Ich habe eine Primus Racer Steel Blue. Von Hanna aus dem schönen Schwarzwald in Gütbach gefertigt. Und ja, ein sehr dunkles Blau. Ich finde es klasse Ding, relativ groß, 44 mm, flexible Bandanstöße. Das ist das, was diese Serie für mich ausmacht. Dass, obwohl sie einen sehr, sehr großen Durchmesser hat, jedes Armgelenk sie tragen kann. Aufgrund hier dieser flexiblen Bandanstöße und ja, für mich eine rundum stimmige Uhr. So, holt andere ran.